Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber. Hierbei heißen wir zockt. Wow, 3 Krokodile und 10.000 Wagen und ich weiß nicht, über 1 Kilometer Länge. 10.000 Wagen sind sicher nicht, aber sind ein paar mehr, wie zum Beispiel bei dem hier. Ja, und jetzt ist es soweit, jetzt fahren wir mit dem mit. Allerdings nicht mit dem, denn der ist ja schon unterwegs. Wir schnappen uns seinen Kollegen. Aber guck mal, das sieht schon klasse aus. Wir können ja hier mal noch ein bisschen so stehen bleiben, denn nachher, wenn wir fahren, sehen wir ja leider nicht, wie viele Wagen wir hinten dran haben. Ich habe mir schon überlegt, ob wir da nicht vielleicht besser sogar die Tränenfieberansicht nehmen. Also die hier. Zack, dass wir so den Zug sehen, aber wir sehen ihn ja jetzt. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Und nachher steigen wir ganz ein. Wenn wir diese Sicht schon haben, werden wir die auch nutzen. Da oben blinkt es noch. Warum blinkt es denn? Wir nehmen da keinen Strom. Ja, wie geht das denn? Nein, aber jetzt nicht irgendwie Probleme. Ich mache mal ganz kurz Pause. Wir gehen mal gucken. Warum sollte der plötzlich keinen Strom mehr haben? Der hatte doch immer Strom bis jetzt. Wo brennt's? Was macht der? Was machen die hier? Was macht ihr? Was fällt euch eigentlich ein, uns zu stören, wenn wir gerade mitfahren wollen? Keine Panik, liebe Leute. Wir werden gleich fahren. Jetzt kann ich aber nicht laufen lassen, sonst fahren uns die Züge davon. Wir drehen dich mal. So, und drehen dich wieder. Wo sind wir denn überhaupt hier? Wir sind hier. Wo sind wir denn überhaupt hier? Wir sind hier. Ja, genau. Wisst ihr was? Das machen wir anders. Wir wissen ja, wo das ist. Mein Gott, der Zug, dann soll er stehen. Also der hatte bis jetzt immer Strom. Keine Ahnung, was er für ein Problemchen hat. Wir wollen jetzt hier mit den Güterzügen mitfahren und das tun wir jetzt auch. Also wir lassen laufen und betrachten uns den noch ein bisschen. So, wo ist ja der Anfang? Irgendwo hier vorne. Oh, er ist schon ewig lang. Und jetzt haben wir natürlich noch einen Lag. Das schauen wir uns jetzt nicht an hier, weil da möchte ich dann eben drin sitzen, wenn wir vorbeifahren. Deswegen diese Führerstandsmitfahrt, die wir machen, damit wir die Strecke eben auch sehen, die wir hier gebaut haben. Aber das sieht schon relativ sehr nett aus. Gut, ich würde jetzt noch das HUD wegnehmen, wenn wir tatsächlich mit dem Zug mitfahren würden in Tränenfieberansicht, aber das müssen wir nicht, weil das HUD ist ja weg. Wenn, der ist natürlich auch schon hier hinten. Aber er muss warten. Okay, das HUD ist natürlich weg, wenn wir einsteigen. So, sollen wir dich mal stehen noch betrachten? Ich würde sagen, wir springen rein, sobald er Gas gibt. Das sollte demnächst der Fall sein, weil der andere muss ja eigentlich nirgends stehen. Sie sind da nicht allzu schnell. Die müssen sich jetzt ein bisschen verteilen mit ihren 75 km/h. Da vorne ist er. Wo ist denn hier ein Signal? Haben wir hier gar kein Signal gesetzt? Ja, die sehe ich natürlich nicht, weil ich sie deaktiviert habe. eigentlich hätten wir hier vorne, da ist das Signal. Also wir fahren gleich los. Wir steigen wieder ein. Also wieder ist gut. Wir steigen endlich mal ein und dann geht die große Fahrt los hier. Mit unserem ellenlangen Güterzug. Gleich müsste er sich in Gang setzen. Schau mal, die Bremse lösen vielleicht. Na? Oder möchtest du auch nicht? Hast du auch so ein Zeichen von wegen, dass du keinen Strom hast? Also das müsste doch eigentlich müsste doch jetzt fahren. Sind die noch nicht weg davon? Wenn wir da gucken. Eigentlich wäre er da. Na, mal schauen. Was meinst du dazu? Wart er freie Wege? Okay. Das wäre soweit okay, aber die müsstest du jetzt eigentlich haben. Ist denn hier vorne nicht ein Signal? Oh, da ist gar kein Signal. Moment, Pause. Hier ist ein Signal. Aber dann müsst ihr jetzt eigentlich fahren können. Mal gucken, machst du das oder gefällt dir... Wo ist er denn? Hier vorne ist er. Ein Chaos heute. Jetzt fahren wir. Okay, einsteigen. Festschnallen und bequem hinsetzen und die Fahrt genießen. So, jetzt bin ich gespannt, wie das so ist. Das wird jetzt wahrscheinlich durchaus ein Momentchen dauern. Das ist auch richtig so. Wir haben ja auch ein Momentchen daran rumgebastelt. Und wir werden viele Örtchen sehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Also mal abgesehen davon, dass wir da eben gebaut haben, gerade eben. Aber wir werden an Stellen durchfahren oder an Orten durchfahren, die wir so schon lange nicht mehr gesehen haben. Und die sind natürlich auch gewachsen, wenn es denn Städte sind. Sprich, da wird es auch einiges Neues zu sehen geben. Ich finde das hier schon relativ cool, der Straße entlang. Und rechts mit diesem Güterbahnhof, mit den vielen Kesseln drin, hat auch schon was. So, und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass wenn wir über die Brücken fahren, dass da dann doch darunter jeweils auch noch ein bisschen Verkehr ist. Das können wir nicht beeinflussen, das ist halt wie es ist. Wir werden sehen. Da unten links kommt nämlich gerade einer, deswegen kam mir gerade die Idee, ja, das reicht nicht. Aber wir haben ihn ein bisschen noch gesehen.
Jetzt nehme ich mal an, wir sollten fahren können. Wobei, das hängt davon ab, wie weit das nächste Signal weg ist für den Zug, der vor uns ist. Ich glaube, da rechts sieht man noch die letzten Wagen verschwinden, wenn es dann wirklich unser Zug ist. Ah, und hier unten, die zeigen, wie es geht. Genau. So, und wir haben 57 km, das ist mal der hintere Teil des Zuges, der noch in der Nähe des Bahnhofs ist, weil der noch um die Kurve muss. Ja, ich glaube, die 75, die wir haben könnten von der Lok her, die werden wir gar nicht erreichen, weil das ist eine relativ kurvige Angelegenheit und irgendein Wagen wird immer irgendwo in einer Kurve drin stecken. Wäre komisch, wenn es anders wäre bei dieser Länge. Aber jetzt erstmal hier runter. Jetzt mal schauen, haben wir grün oder ist der andere Zug tatsächlich noch nicht am nächsten Signal vorbei? Werden wir gleich wissen. Stottert leider ein bisschen. Ja, das müsste grün sein. Doch, es blinkt sogar. Gut, dann haben wir die Signale so gesetzt, dass wir eben freie Fahrt haben. Wunderbar. Rechts haben wir noch eine Tanke. Ja, ich habe mich jetzt die ganze Zeit schon gefreut auf diese Mitfahrt. Alleine schon deswegen eben, weil wir mal wieder ein paar Städte von früher sozusagen sehen, aus der, ja, Ego-Perspektive. Das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht und das war jetzt mal fällig. So, und hier, die Leute werden auch denken, schon der zweite überlange Güterzug, der hier durchdüst und das kurz nacheinander. Dafür kommen dann, ja, in Spielzeit gerechnet 2 Jahre keine mehr, weil wir alle, oder alle, ja, weil wir alle beide hintereinander her kommen. Ja, ob sich die allzu sehr verteilen, die sind ja gleich schnell. Wahrscheinlich nicht, das ist aber auch egal. Wir haben einfach mal 2 gemacht, dass wenn wir dann später wieder andere Sachen machen, dass wir die dann doch ab und an wenigstens mal wieder sehen, weil sie müssten eh auffallen mit ihrer Länge. So, während wir jetzt hier schon aus dem Bahnhof raus sind, ist wahrscheinlich der hinterste Wagen noch nicht mal im Bahnhof drin, würde ich mal sagen. Ich würde ja gerne kurz rausgehen. Soll ich mal kurz rausgehen? Damit wir mal sehen. Sieht eh cool aus. Da noch mit dem anderen Güterzug. Wir steigen gleich wieder ein. Kein Thema. Ja, da sieht man es da hinten. Der war noch nicht mal, der letzte Wagen war noch nicht mal von der Brücke runter, als wir da hinten rausgingen. Wobei, wir haben zuhinterst ja nicht einen Wagen, sondern nochmal 2 Krokodile. Und die laufen jetzt in den Bahnhof ein. Das muss klasse aussehen, wenn man hier steht. Da kann ich leider nicht rein. Wenn ich hier auf die Cam gehe, genau, dann fliegen wir darüber. Schade. Aber Walter Schäfer, der guckt und wir fahren wieder weiter. So, ja, eben, das täuscht mich von wegen, wenn wir hier in der Einstadt sind, dann ist der letzte Wagen, beziehungsweise diese beiden Krokodile, die sind dann tatsächlich irgendwo noch, ja, wenn man Pech hat, beim anderen Bahnhof, in der anderen Stadt, in der Stadt davor. So, Bahnübergang, auch immer schön natürlich. Brav, wie sie warten. Alles andere wäre auch nicht zu empfehlen bei so einem Ungeheuer, was hier daherkommt. Das dürften einige Tonnen sein, wenn man das wirklich auf eine Waage stellen würde, das Teil. Wobei, ja, gibt es das? Nee, kann man nicht. Wie soll man einen 1 Kilometer langen Zug abwägen? Das dürfte eher schwierig sein. So, wir haben schön grün, das heißt, der andere kann auch fahren. Wenn wir dann mal rot haben, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Dann steht der Zug irgendwo. Aber der kann eigentlich nicht stehen, da wir nirgends Weichen haben. Die nächste Weiche, die ist vor dem Bahnhof. Und das ist ein Stück weit weg. Wir können eigentlich auch keine Konflikte bekommen. Denn eben, wir haben ja nichts gemacht, wo wir andere Strecken kreuzen. Ganz einfach, weil die sonst, die würden Ewigkeiten warten. Ganz klar. Und jetzt haben wir aber doch die 75 Stundenkilometer drauf. Das heißt, wenn wir halt eine Strecke haben, die über 1 Kilometer oder länger relativ gerade ist, egal ob da ein Bahnhof dazwischen ist oder nicht, dann kommen wir auf dieses Tempo. Und ich habe ganz bewusst diese Krokodile genommen. Ich weiß jetzt nicht, was in den Kommentaren stehen wird zur Zusammenstellung des Zuges, weil die Folge noch nicht raus ist. Aber ich denke, das war gar nicht schlecht, weil so ein langer Güterzug, der darf nicht schnell sein. Das fände ich extrem komisch. Der darf nicht im Tiefflug über die Map rasen, sondern der soll halt wirklich gemächlich hier durchfahren. Und diese 75, die sind ja immer noch gemächlich. Also wenn er das Höchsttempo hat. Ah, da, sehr schön. Das wollte ich genau, dass da Züge unten durchfahren. Aber die Lags, die bräuchten wir nicht. So, eben auch mit 75 km/h ist er natürlich noch relativ gemächlich unterwegs. Im Gegensatz zu Schnellzügen und so weiter. Wir haben ja teilweise noch
das Gleis an andere Gleise rangebaut. Also da gibt es vielleicht dann doch noch so eine Art Hahnkampf, wo ja irgendwie ein schneller Zug an uns vorbeidüst. Mal gucken. Schön da die Brücke, das ist die Autobahn, so wie es aussieht. Man sieht halt nicht, ob Fahrzeuge drauf sind, aber wir haben jetzt eigentlich überall wirklich Besuchermagnete gesetzt. Das heißt, den größten Teil von diesen Autobahnen, den müssten die Leute jetzt kennen, sprich, und auch befahren. Müssen wir dann auch mal gucken, zumal ich noch einen Teil vergessen habe. Also es gibt noch zwei, drei Städte, die keine Autobahn haben, das stand in den Kommentaren. Das werden wir in Kürze dann in Angriff nehmen. Interessant auch der Sound. Oh, hier die Autobahn. Guck mal, die stehen im Stau. Ja, ja, der Kluge fährt im Zuge. Das ist das Autobahnkreuz, genau, von da hinten von der Stadt. Ist das Langen? Da steht jetzt natürlich unten nichts dran. Unterwegs nach Schaffhausen, das ist noch ein Stückchen. Das ist die Stadt zwischen Heisenberg City und Weißwasser. Langenberg, irgendwie sowas in der Richtung. Aha, hier greift also der Besuchermagnet. Das haben wir jetzt eindeutig gesehen. Hier kreuzen wir das Depot. Das haben wir ganz bewusst gemacht, denn da fährt sicher kein Zug raus. Und wenn, dann kann er auch mal warten. Ist er dann neuer. Und da unten sehen wir die Autobahn und tatsächlich flüssigen Verkehr. Das ist ja nett. Ja, genau so soll die aussehen. Guck mal. Schön, auf beiden Seiten ein paar Fahrzeuge. Wunderbar. Das ist sozusagen der Paradeabschnitt der Autobahn. Würde ich mal sagen, wenn wir das hier so betrachten. Gefällt mir sehr gut. Hier wird es halt wieder, ja, da sieht man, da haben sie wieder aus der Autobahn wieder eine normale Landstraße gemacht. Also sie, die von der Stadt. So, hier die Killerbrücke über Autobahn hinweg, über andere Zugbrücken hinweg. Auch nett. Man sieht halt hier oben nicht allzu viel, aber ich möchte jetzt nicht nochmal... Ach, kommt, wir steigen nochmal kurz aus. Wir können gleich wieder einsteigen. So, hier die Autobahn, hier die Brücke und da unten eben die andere Zugbrücke und hier die Autobahn, die führt auch gleich wieder auf eine Brücke rauf. Es ist relativ verkehrsreich, das Ganze hier. Und jetzt geht es Richtung Weißwasser. Jetzt steigen wir wieder ein. Ja, da unten sind eh schon Züge unterwegs. Je nachdem sehen wir da tatsächlich noch was. Aber ich glaube jetzt, ja genau, jetzt geht es in den Tunnel rein, weil wir eben genau unter diesen Gleisen dort rechts, wo die Züge sind, unten durch müssen. Weil wir ja eben nicht kreuzen wollten, weil, ja, muss ich glaube ich nicht nochmal sagen, aber die Züge da, die gerade fahren, die hätten keinen Spaß dran, wenn wir hier kreuzen würden. Ist das wirklich schon die Unterführung unter dem Gleis? Müsste eigentlich, ist ein relativ kurzes Tunnel, aber doch, ich denke, wahrscheinlich machen die oben eine Kurve, eine leichte. Ah, hier geht es auf eine Brücke, nee, okay, doch nicht. Wir gehen da gar nicht dran vorbei, oder unten durch, stimmt, wir gehen ja oben lang. Jetzt war ich für ein Momentchen beim alten Gedanken, den wir hatten, nämlich, dass wir da unten lang gehen, dem Fluss entlang, aber das ging ja nicht, weil sonst hätten wir die halbe Stadt vernichten müssen. Und das wollten wir dann doch nicht. Oh, Kollege Renfi. Sehr schön. Schnellzug. Der fährt aber auch gerade in den Bahnhof rein. Also von daher hat der jetzt natürlich auch nicht 300 Sachen drauf. Sondern muss auch ein bisschen runterbremsen. So, wir verlassen die Brücke. Diesen Strobo-Effekt aus Metall. Und begeben uns hier ins Hinterland von Weißwasser im Prinzip. Mit 75 km/h, nicht schlecht. So, Bahnübergang viergleisig. Da möchte aber gerade keiner lang. Und rechts sehen wir im Prinzip ja, die Skyline von Weißwasser, wenn man so will. Und da vorne geht es ins schöne Tunnel rein. Mit dem schönen Portal. Und dann unter dem Bahnhof durch. Stimmt das? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich dachte ja. Und dann auf die Brücke rauf. Genau, so haben wir das gemacht. Ja, schon nett hier mit den beiden Tunnelportalen. Sieht cool aus. Schön kugelig das Ganze, wie sich das gehört für Güterzüge. Noch ein kleiner Grafikbug. Den haben wir mal nicht gesehen. Überlange Güterzüge, ja, steht unten. Unterwegs nach Schaffhausen Zentrum. Jetzt haben wir etwa, ja, ich würde mal sagen, die Hälfte.
kann das sein, je nachdem wie gerade und krumm wir gebaut haben. Wenn wir natürlich jetzt hier vor uns viele Kurven haben, dann haben wir zwar vielleicht von der Entfernung her die Hälfte, aber nicht von der Fahrtzeit. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das gebaut ist. Aber ich glaube, das ist jetzt eher gerade. Was hier noch kommt, ist das da unten nochmal Autobahn. Da hätte es nämlich auch Fahrzeuge. Ne, das ist, glaube ich, die normale Landstraße. Oder die Stadt hat wieder umgebaut, dann wissen wir es nicht. Dann war es mal Autobahn. Da kann man halt nichts machen. Rechts haben wir den Güterbahnhof von Weißwasser. Das hat man gerade gesehen, weil da fehlen noch Gleise, die schon mal rausgehen, weil wir uns den Platz reserviert haben. Und hier, wow. 2, 4, 6 Gleise haben wir hier auf dieser Brücke. Leider kommt uns keiner entgegen. Das ist ein bisschen schade, aber da links haben wir einen Zug und da oben ist auch noch einer am Fahren. Jetzt wäre es halt schön gewesen, wenn hier noch einer unterwegs gewesen wäre. Denn wir verlassen das Ganze jetzt schon wieder und fahren Richtung Güterbahnhof. Und da fahren wir dann natürlich durch. So, wieder ein Lag. Komisch, hier in der freien Wildbahn vor den Städten kann ich es noch nachvollziehen, wenn da irgendwas geladen werden muss. Aber was wollt ihr denn jetzt hier laden? Ein Signal? Naja, ich weiß es nicht. Genau, hier die Brücke, da mussten wir ja neu bauen. Da hatten wir zuerst den Damm zu weit reingebaut. Wobei, wir haben den nicht zu weit reingebaut. Wir wussten ja nicht, dass irgendwann hier nochmal Gleise durchgehen. Deswegen mussten wir hier im Prinzip die Brücke verlängern und den Damm entsprechend verkürzen. Jetzt wieder ins Tunnel rein. Und wenn wir rauskommen, dann sind wir beim Güterbahnhof. Ah, ich liebe es. Das ist halt schon, das kann man nur bei Transportfieber. Klar, bei Trainfieber ging es auch. Aber bei Transportfieber kann man halt diese Führerstandsmitfahrt noch machen. Und ja, einfach mal eine halbe Stunde in den Zug einsteigen und die Strecke genießen, die man gebaut hat. Das ist schon phänomenal. So, hier raus. Und da vorne. Oh, noch mal ein Tunnel rein. Okay, wir sind noch nicht beim Güterbahnhof. Aber jetzt kreuzen wir endlich mal mit einem anderen Zug. Sehr schön. Wenn wir schon mehr Gleise bauen, dann soll auch mal ein Zug kommen. Aber eben, wir können es halt nicht beeinflussen. Wir sind da sozusagen ausgeliefert, was die mit ihren Fahrplänen machen. Ja genau, jetzt geht es hier in den Bahnhof rein. Jetzt muss so ein bisschen drosseln, die Geschwindigkeit. Nicht, weil hier die langsamen Gleise sind, sondern weil hier wieder Kurven sind natürlich. Da ist aber links auch gerade ein Zug. Der, ja, ich würde mal sagen, der ist gerade angekommen oder fährt der gerade los? Schwierig zu sagen. Ne, der fährt los. Das heißt, der müsste uns sogar noch ein Stück weit begleiten. Nicht allzu weit, aber ein Stück weit. Ja genau, weil der fährt auf die Brücke und wir tun es ihm gleich. Gehen dann aber unter dieser Brücke, glaube ich, wieder unten drunter. Also unten durch. Da ist noch ein Diesel da oben. Den sieht man auch aus weiter Ferne. Oh ja, das ist jetzt nett. Da hinten Zug, hier Züge. Schön, so soll es sein. Jetzt das Ganze noch mit 60 Frames und ohne Lags und mein Herz würde hüpfen. Ja, es gibt irgendwann natürlich dann eine neue Staffel, eine dritte. Und da ist dann eh alles wieder flüssig. Und da werden wir das Ganze mal so machen, dass wir solche Bauwerke schon früher hinstellen. Bevor wir die ganze Map schon voll haben mit Zügen, dann sehen wir die auch mal mit mehr Frames. Unten ist auch gerade einer durchgedüst. Das war falsch. Wir gehen nicht unten durch, unter diesem Zug durch, sondern er geht unter uns durch. Wir gehen oben drüber. Genau, mit dieser Brücke. Da hinten ist auch noch eine Piste. Jetzt nehmen wir aber wieder Fahrt auf. Man hört es relativ deutlich. Da hinten kommt auch ein Zug. Also auf der rechten Seite. Die Bergstrecke war auch gerade befahren. Wow, diese Brücke. Krass. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich überall ein bisschen Züge. Da hinten sehe ich sogar noch den Stadler Kiss. Auf der linken Seite. Und hier unten die ganzen Güterzüge. Und ich bin froh, haben wir das so gebaut, dass wir jetzt hier nicht in diese Gleise rein müssen, sonst hätten wir nämlich wieder Standzeiten. Und bis man dann mit so einem Ungetüm wieder in Gang kommt, das kann je nachdem dauern. Selbst mit 3 Krokodilen als Zugpferde. Da ist der Diesel, die amerikanische Lok, genau.
Ah, und jetzt kommt da einer entgegen. Schön. Aha, hier geht's geradeaus. Okay. Wem gehört denn das linke Gleis da? Also nicht unser, das ist nicht unser Rückweg, oder schon? Der geht ja doch hier vor dem Bahnhof, geht die Rückfahrstrecke woanders lang. Aber ich glaube, das kommt eher wieder zusammen. Deswegen hat das schon auch zu uns gehört, das Teil. Und jetzt bräuchte man hier im Prinzip noch eine Anzeige, was das für ein Bahnhof ist. Also welche Städte wir gerade passieren. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt vom Spiel. Das ja, kann sozusagen der Zug ja nicht wissen, wo er gerade ist. Wobei, das könnte man je nachdem schon programmieren. Aber ja, das sind Details. Also, ich finde schon cool, dass unten steht, wo wir hinfahren. So, jetzt geht es hier raus, hier rauf. Und dann wäre die nächste Station dann eigentlich schon Wien. Wenn ich mich nicht täusche. Da steht einer und wartet. Hallöchen, Kollege. Ich hoffe mal, das hat seine Richtigkeit. Wahrscheinlich ja. Und nachher müssen wir schnell gucken, warum der andere da hinten tatsächlich nach Strom schreit. Auf einer Strecke, die eigentlich immer Strom hatte. Mal gucken. Haben wir irgendwo was abgerissen aus irgendeinem Grund? Oh, hier steht aber noch einer. Ob das dann tatsächlich seine Richtigkeit hat? Sollten wir uns mal merken, hier im Tunnel drehen. Okay, aber sie sind auch schön, wenn sie stehen. Vor allem der ist ganz einheitlich. Oder bewegt er sich vielleicht? Ne, der bewegt sich nicht. Schwierig zu sagen. Aber schön, der einheitliche Look. Das finde ich auch immer mal wieder ganz nett, wenn die Züge nicht verschiedene Kesselwagen haben, sondern einheitlich sind. Im Prinzip von der gleichen Firma bezahlt. Und deswegen überall die gleichen Wagen. Stehst du auch? Ne, du fährst. Okay, du musst aber auch in die andere Richtung. Dann hat das seine Richtigkeit. Ein ellenlanges Tunnel. Und jetzt geht es hier noch weiter runter. Heiliges bisschen. Das dürfte ordentlich was gekostet haben. Ich habe jetzt den Kontostand gar nicht mehr beachtet. Aber ich schätze mal, wir sind von 12,5 Milliarden sicher irgendwo auf 11 runter. Oder noch weiter. Werden wir dann gleich auch sehen. Interessiert mich aber nicht groß. Wir haben mehr als genug Geld. So, hier auch schön die Brücken. Gerade nicht befahren. Das kann tatsächlich sein, dass wir da hinten ein kleines Problem haben, dass da Züge stehen. Aber es ist noch nicht Ewigkeiten her. Da haben wir eigentlich alles kontrolliert. Und alles befreit, was stand. Da hinten der Fernsehturm von Wien. Und hier fahren sie. Also das passt schon. So. Das war klar, dass es hier ein Lake gibt. Wenn jetzt diese riesen Stadt kommt, das ist die größte der Map mit den meisten Einwohnern. Da steht auch Kiss da rechts. So, und jetzt geht es hier in dieses Riesentunnel, genau. Auch wieder mit 6 Gleisen. So, und hinten geht es raus, ja, beim Bahnhof, beim Nordbahnhof Wien, bei diesem Lütticher Bahnhof, bei diesem schönen. Und da fahren wir durch. Das war ja eben gemurkse, bis wir da wieder rauskamen. Ich dachte da schon, mein Gott, was für eine Schnapsidee, dass wir jetzt mit diesem Zug noch hier in diesen Bahnhof rein müssen. Ohne zu gucken, ob man hinten auch wieder vernünftig rauskommt. Hat dann ja aber doch noch relativ gut geklappt. Zum Glück. Ich glaube, da vorne sieht man den Bahnhof schon. So silhouettenmäßig. Irgendwie mit 4 Bildern in der Sekunde. Ja, genau. Und jetzt hier einmal Kurve. Hier ist natürlich ordentlich was los in dem Bahnhof. Und da verabschieden sich dann die Frames gleich mal endgültig. Ne, jetzt geht's wieder. Sie erholen sich. Aber auch natürlich einfach der Bahnhof. Heiliges bisschen. Das ist schon diese Modder. Sag's immer wieder gerne. Die haben wirklich meinen ganzen Respekt. Das sind kleine Kunstwerke, was sie da geschaffen haben. Nicht nur dieser Bahnhof, aber eben auch dieser Bahnhof. Tische wieder links. Und wir gehen wieder in Richtung Tunnel. Genau, sonst wären wir eben hier nicht mehr rausgekommen. Oh, sehr schön. Guck mal da, das Flugzeug. Auf dem Flughafen. Das ist natürlich auch nett. Jetzt hier unten durch, unter dem Flughafen. Wenn man das so betrachtet, sieht man wenigstens genau,
dass wir eben unter dem Flughafen durchgehen. Jetzt hat das Spiel extra noch ein Päuschen gemacht, damit wir das Flugzeug noch ein bisschen länger sehen. Ja, sehr schön. Und was da oben noch ein bisschen nach Lütticher Bahnhof aussah, das war der Hochbahnhof in Wien von der Hochbahn oder von den Hochbahnen. Das sind ja zwei Linien. So, jetzt werden wir, ja, wenn wir rauskommen, fahren wir noch unter der einen Brücke durch. Und dann geht es eh in den Bahnhof rein. Dann müssten wir aber theoretisch, wenn wir nicht warten müssen, sollten wir den anderen Zug, den ersten, noch sehen. Dann kreuzen wir den noch eigentlich. Aha, er gibt nochmal Stoff. Doch nochmal auf 75 hoch, da kennt er nichts. Ich glaube, jetzt hat er einen Tunnelkoller. Der Zug, der Lokführer. Kommt der Zug entgegen? Nein. Kann auch sein, dass wir natürlich warten müssen vor dem Signal, weil der Zug noch nicht aus dem Bahnhof wieder zurückfahren konnte. Kommt da was? Nee. Sah ein bisschen aus, wie wenn da irgendwie was käme. Nein, da kommt gar nichts. Das ist die Tunneleinfahrt. Hier nochmal eine Schranke, die erst zugeht, wenn die erste Lok da ist. Das könnte dann auch noch kritisch werden, je nachdem. Ah ja, genau. Da kommt erst nochmal ein Tunnel. So, bevor wir unter der Brücke durchgehen. Wir kommen, glaube ich, relativ kurz vor der Brücke mit den Schienen raus. Dachte ich. Na. Auch nochmal ordentlich lang. Habe ich was vergessen? Ah, Moment, Moment, Moment. Was erzähle ich denn? Genau, jetzt geht's hier in Schaffhausen nochmal ein bisschen durch die Stadt durch und dann im Tunnel rein und dann auf die Brücke. Alles klar. Und da kommt der Kollege. Sehr schön. Dann sehen wir den ganzen Zug nochmal aus dieser Perspektive. Ja, das können wir jetzt einen Moment lang genießen. Auch wenn wir natürlich doppeltes Tempo haben, weil der fährt ja auch. Das ist die amerikanische Lok, genau. Der Panzer. Und hier die beiden Abschlusslokomotiven. Ja, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Und wir, ja, wir warten jetzt, bis wir aus dem Tunnel kommen. Das wäre hier vorne. Und dann eben unter der Brücke durch. Wenn wir, ja, da oben war die Brücke schon. Und dann haben wir hier logischerweise grün. Und können in unser Gleis rein. Gut, und damit wir den jetzt nochmal vernünftig sehen, steigen wir nochmal kurz aus. Das macht jetzt irgendwie keinen großen Sinn, da in den Bahnhof reinzufahren. Sondern wir gucken lieber nochmal so, wenn er hier vorbeidüst. Das sieht meiner Meinung nach definitiv besser aus. Aber wir können uns ja mal drehen, um zu gucken, wie er natürlich dann hier reinkommt. Weil hier in den Bahnhof rein, das ist von der Führerstandsperspektive aus, denke ich, nicht allzu spektakulär. Wir bleiben jetzt einfach mal hier und gucken. Oder wir gehen in den Bahnhof rein. Das sieht natürlich sicherlich relativ nett aus. Und empfangen ihn feierlich. Eigentlich hätte es hier ein rotes Band haben müssen. Allerdings wäre das natürlich schon vom ersten Zug durchfahren worden. So, nee, ich möchte von hier gucken. Da bin ich wählerisch. So, nochmal noch das Hardweg. Wenn wir jetzt schon so gucken. Ja, da könnten wir jetzt natürlich 20 Minuten stehen bleiben und gucken, wie der hier anhält, bis alle Wagen mal im Bahnhof drin sind, dauert es ein Momentchen. Und dann wieder gucken, wie er rausfährt. Also langweilig würde mir das nicht werden. Ich könnte jetzt dem auch noch einen Tag lang zugucken, wie er fährt. Ich könnte auch nochmal zurückfahren. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber das ist schon, ja, wenn man guckt, hier hinten ist die letzte Lokomotive. Sie bremsen schon mal, denn sie passen nicht ganz in den Bahnhof rein. Tatsächlich, ein 1 Kilometer langer Bahnhof und er reicht nicht. Hier, alles Zug. Kriege ich hier eine vernünftige Perspektive? Ja, dann düsen wir mal noch so hier lang. So, ein bisschen raus, sonst dauert das auch Ewigkeiten. Ja, definitiv der längste Zug, den wir auf der Map haben. Da müssen wir, glaube ich, nicht mal nachmessen. Das ist so. Hat er gedreht? Er hat gedreht. Er fährt wieder raus. Gut.
Dann wünsche ich euch tatsächlich eine gute Fahrt. Ihr werdet immer leer unterwegs sein, aber dafür gehört ihr definitiv zu den interessantesten Zügen, die wir hier haben. Also da muss man gar nicht lange überlegen. Und jetzt wären wir hier doch gar nicht so falsch in Sachen Züge, die hier... Moment, ich brauche mal mein HUD wieder. Da ist es, blinkt es noch? Es blinkt noch. Dann können wir das nämlich... Jetzt meldet eine Industrie ein Problem. Dafür meldet der Zug kein Problem mehr. Ich weiß, da im Tunnel standen auch Züge, aber irgendwo hier war doch das, wo sie gemeldet haben. Das war hier. Kann das sein? Wenn ich mich nicht täusche. Doch, doch. Aber der kann jetzt fahren. Oder er konnte fahren. Er ist ja weg. Das ist ja auch interessant. Wie kann sich das denn von alleine wieder regeln? Also irgendwo kein... was stand? Kein Weg elektrisch. Genau. Also das ist ein Problem. Da muss irgendwo was sein. Und das kann sich nicht von alleine regeln. Ich glaube nicht, dass wir hier Heinzelmännchen haben, die an den Schienen rumbasteln. Oder täusche ich mich? Wahrscheinlich nicht. Okay, das mit der Industrie, das können wir natürlich vergessen. Wobei, guck mal, hä? Versuche mehr Einheiten. Ah, okay. Ja, das wissen wir. Das sind immer die gleichen Sägewerke und so. Das können wir später mal angehen. Jetzt müssen wir ganz kurz noch gucken, warum da hinten die Züge stehen oder ob die immer noch stehen. Ich mache mal kurz Pause, damit wir da hin können. Das war, oh Gott, wo war das denn? Das war irgendwie, wenn wir hier oben zurückgehen. Wir gehen einfach mal die Strecke lang. Das war hier durch den Bahnhof durch, dann hier lang. Und dann war es, glaube ich, irgendwo hier im Tunnel drin. Kann das sein? Wo geht das raus? Ich bräuchte mal kurz die Linie. Dann wissen wir, wo wir genau lang gehen. Über lange Güterzüge in grün. So, hier rein. Und dann kommen wir hier nicht raus. Das heißt, wir kommen irgendwo anders raus. Wo ist meine grüne Linie? Hä? Ich sehe die Linie nicht mehr. Moment, nochmal gucken. Nein, kein Grün. Irgendwo hier müsste das doch sein. Ah, da ist das Tunnel. Okay. War das jetzt vor diesem Bahnhof oder danach? Nur hier nochmal schauen. Dann sind wir hier. Nee, das war danach. Hier unten ist schon der andere Güterbahnhof. Okay, ja. Wieder ein Lag. Momentchen. Ich würde gerne drehen. Dankeschön. Wieder zurück. Das war hier in dem Tunnel drin, wenn ich mich nicht täusche. Hier drin. Dann müssen wir mal gucken, was sind das für Züge, die hier lang fahren. Das wäre Treibstoff. Aha, jetzt fahren sie aber. Ja, die fahren alle. Okay, dann haben die tatsächlich auf irgendwas Bestimmtes gewartet. Aber die warten. Und wurden dann aber sozusagen erlöst. Worauf wartet ihr? Wir gehen mal gucken, wo seid ihr? Ja, eh hier. Ihr seid eh genau da, wo wir sind. Seid ihr die mit dem elektrischen Problem? Nein. Mal gucken. Wo geht die Linie lang? Hier rein. Da vorne fährt einer raus. Deswegen kann der nicht fahren oder kann der grundsätzlich nicht fahren. Also er steht nicht falsch. Das würde passen. Jetzt müsste er eigentlich reindüsen können. Was hast du für ein Problemchen? Da haben wir doch ein Signal hier vorne. Da haben wir ja keines. Ach, Moment. Doch, eingeblendet sind sie. Ja, jetzt muss der warten. Und der wartet. Kann das sein, dass wir hier das Problem haben? Auf der Linie. Wobei, ja, hier haben wir halt einfach diese Kreuzung. Das sieht man hier unten. Deswegen warten die. Da kommt der andere entgegen. Da können wir gar nicht viel machen. Aber wo stehst denn du? Aha, hier auch in Reihe und Glied. Aber eigentlich falsch. Sehe ich das richtig? Nee, du stehst auch komplett richtig. Du wartest halt auch hier vorne auf Einlass. Das ist hier so ein Nadelöhr. Ganz klar. Jetzt kann der aber fahren. Das heißt, die hier hinten, die könnten dann auch Gas geben. Wenn der dann fahren kann. Ja, das müsste man vielleicht mal nochmal betrachten, ob man hier das Ganze optimieren könnte. Aber okay, jetzt haben wir, würde ich sagen, eine relativ schöne Folge gehabt. Mir hat sie extrem gefallen. Ich finde das genial mit dieser Strecke. Danke nochmal an die Community für diese wirklich gute Idee. Sowas liebe ich. Das ist einfach herrlich. Das sind so die speziellen Momente, die Transportfieber einem so offeriert. Und ich sag's nochmal, die wirklich nur dieses Spiel eigentlich bieten kann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. So, und der Zug, der ruckelt und macht und tut. Irgendwie ruckelt gerade alles. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel für das Spiel. Wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Zug finden, der ein bisschen flüssiger läuft. Ja, der hier. Ein bisschen flüssiger ist er. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Bis dann. Tschüss.